Also ich weiß ja nicht. Ja, was ist? So langsam müssten wir uns um unseren Sommerurlaub Gedanken machen. Wir sind sehr spät dran dieses Jahr. Ja, du hast recht. Hast du schon eine Idee? Nee, nicht wirklich, aber ich habe ein paar Prospekte. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Okay, dann lass uns schauen. Ja? Also ich weiß nicht recht. Es spricht mich alles nicht so wirklich an. Warum denn nicht? Es ist zwar alles schön, aber an unseren Urlaub von damals mit den Schildkrötenbabys und der Spinne Letizia kommt das nicht ran. Ja, das stimmt allerdings. Daran erinnere ich mich auch noch. Das mit den Schildkrötenbabys war so toll. Die waren so süß. Was für Schildkrötenbabys? Wieso weiß ich nichts davon? Kannst du dich denn gar nicht mehr daran erinnern? Nein. Und wie meine Luftmatratze immer mehr Luft verloren hat und eine Meerjungfrau, die mir geholfen hat. Eine Meerjungfrau? Eine echte Meerjungfrau? Nein, das weiß ich auch nicht mehr. Na ja, da warst du auch noch ziemlich klein. Erzählt mir alles davon. Ich will alles wissen. Möchte jemand von euch einen Smoothie? Nein, danke. Ich auch nicht. Dann halt nicht. Familie, ich habe etwas zu verkünden. Was ist denn, Papa? Ich habe uns ein Ferienhaus im Süden gebucht. Wir fahren in den Urlaub. Was? Wie cool! Und was richtig gut ist, wir haben einen eigenen Pool. Yippie! Urlaub, wie schön! Und das Beste ist, wir fahren schon in 2 Tagen los. Was? In 2 Tagen schon? Dann muss ich packen. So schnell, das ist ja mega. Juhu! Komm, Greta, lass uns unsere Sachen packen. Ja, komm, Anna. Oh Gott, ich muss ja noch so viel Wäsche machen. Ach, herrlich, wie schnell man seine Ruhe haben und das Fußballspiel ansehen kann. 2 Tage später. Endlich Urlaub, ich freue mich so. Na, ein wenig warten müsst ihr schon noch. Die Fahrt wird etwas dauern. Egal, Hauptsache wir sind am Meer und haben einen Pool. Hier, Papa, unsere Koffer. Sehr gut, viel Platz haben wir aber nicht mehr. Und rauf mit dir. Jetzt noch dein, Greta. Oh, Greta, was hast du denn in deinem Koffer? Steine? Hihi, nein, Papa, nur Spielsachen. Die brauche ich doch im Urlaub. So, wenn ihr noch was braucht, dann müsst ihr mir das jetzt geben. Danach mache ich das Auto zu. Du hast das Schwimmtier vergessen. Oh ja, du hast recht. So, los geht's. Ich bin ja mal gespannt, wie lange wir brauchen werden. Sind wir bald da? Nein, Spatze, wir sind doch erst losgefahren. Das dauert noch. Mama, ich hab Hunger. Hast du was zu essen dabei? Ja klar, ich hab Brote und Muffins. Oh, darf ich einen Muffin haben? Aber nicht in meinem Auto, dann habe ich die ganzen Krümel drin. Ich halte gleich mal an, dann können wir eine kleine Rast machen. Ha, hier ist auch gleich ein Parkplatz. Hier können wir eine Pause machen. Ich fahr da mal kurz drauf. Hier ist es doch ganz schön. Los, Mädels, streckt euch mal und vertretet euch die Füße. Die Fahrt ist noch lang. Kommt mal was essen. Hab ich einen Kohldampf. Der Muffin ist ja köstlich. So, alle fertig? Ja. Dann wollen wir mal weiter. Alles drin? Ja. Hey, der spinnt ja wohl. Der hat uns zugeparkt mit seinem langen Anhänger. Leg dich nicht auf. Sag ihm das doch. Der fährt bestimmt weg. Hey, sieh da. Hey, yo, was geht? Sie haben uns zugeparkt. Könnten Sie sich woanders hinstellen, bitte? Ach, regt euch nicht auf. Ich will nur kurz für kleine Surfer, bin gleich wieder da. So eine Unverschämtheit. Wie kann man nur so dreist sein? Manche Menschen haben wirklich keinen Anstand. Aber das wird ja wohl nicht so lange dauern. So, fertig. Na, das wird doch Zeit. Wegen Ihnen haben wir wertvolle Minuten verloren. Chill mal. Meine Güte, gibt es Leute. Reg dich nicht auf. Es lohnt sich nicht. Oh, ich muss tanken, da ist kaum noch was drin. Dann halte doch an der nächsten Tankstelle. Ja, das mache ich. So, einmal voll tanken. Die Scheiben könnte ich bei dieser Gelegenheit auch mal wieder sauber machen. Ach nee, mein alter Freund. Na, der hat mir noch gefehlt. Und schon wieder steht er mit seinem blöden Anhänger im Weg. Jetzt schnell zahlen. Hey, zur Seite, ich hab's eilig. Ich auch. Stell dich schön hinten an, du Surferboy, du. Wieso so unentspannt? Hast du gesehen, wer neben uns getankt hat? Ja, habe ich. Der komische Typ vom Parkplatz. Ganz genau der. Ich hatte schon Angst, dass ihr euch die Köpfe einschlagt. Wir doch nicht. Wir sind doch erwachsene Männer.
So. Irgendwie stimmt mit unserem Auto was nicht. Was meinst du? Er zieht überhaupt nicht mehr, als ob einer das Auto hinten festhält. Ganz komisch. Naja, es geht ja auch ganz schön steil bergauf hier. Vielleicht liegt das daran. Das wird schon nicht sein. Hey Anna, ist Greta eingeschlafen? Ja. Wir fahren gleich durch die Brennermautstelle und die beiden verschlafen hier alles. Mensch, da qualmt aber jemand hinter mir. Der Arme. Echt? Was ist das denn? Das sind ja wir. Victoria, unser Auto qualmt. Was? Unser Auto brennt? Alle raus hier! Bist du verrückt? Wir sind hier mitten auf der Autobahn. Ich stelle den Motor ab. Wir müssen hier raus, Peter. Ja, aber wir können hier nicht mitten auf der Fahrbahn stehen bleiben. Wir fahren durch die Mautstelle und halten dort hinten gleich an. Das hat uns jetzt noch gefehlt. Was ist denn mit unserem Auto? Keine Ahnung, aber bestimmt nichts Gutes. Das hätten wir geschafft und jetzt schnell ranfahren. Alles aussteigen. Warum müssen wir aussteigen? Unser Auto ist kaputt, es qualmt. Oh nein! Wir müssen alle Sicherheitswesten anziehen. Was ist denn das für eine komische Weste? Das ist ja richtig kompliziert. Komm her, Greta, ich helfe dir. Danke, Papa. Naja, ein bisschen zu groß, aber besser als nicht. Ich muss ein Warndreieck aufstellen. Ruf du beim ADAC an. Ja, mach ich. Wo habe ich denn nur die Nummer? Ach, Mist. Ach, hier. Na, da fängt der Urlaub ja schon gut an. Wir hatten eine Autopanne auf der Autobahn. Wo wir sind? Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind doch nicht mehr in Europa. Ich meine Deutschland. Sind wir in Italien, Peter? Wie lange habe ich denn geschlafen? Nein, Victoria, wir sind in Österreich. Ach ja, Mensch, sag das doch gleich. Wir sind in Österreich, hinter der Brennermautstelle. Unser Auto hat stark gequalmt. Ja, okay, alles klar. Was sagen Sie? Der ADAC kommt, wir müssen warten. Kommen wir jetzt nicht mehr in den Urlaub? Na, heute auf jeden Fall nicht, aber morgen bestimmt. Erstmal müssen wir uns um unser Auto kümmern, dann sehen wir weiter. Eine Stunde später. Wie lange müssen wir denn warten? Mir ist langweilig. Ich weiß, aber das kann ich dir nicht genau sagen. Die kommen bestimmt bald. Ist das nicht schon wieder der Typ von vorhin? Ja, genau, der P. Von vorhin. Keine Schimpfwörter vor den Kindern. Kurze Zeit später. Der Abschlepper kommt. Na, was haben wir denn hier? Ja, das Auto qualmte wie verrückt. Vorher hatte er ganz schön Leistungsverlust. Der kam gar nicht den Berg hoch. Na, dann schauen wir mal. Oh, da ist Öl im Auspuff. Nee, das Auto machen wir heute nicht mehr an. Oh nein, und nun? Wir sind auf dem Weg in den Urlaub. Wir müssen sie in die nächste Werkstatt abschleppen. Da führt kein Weg drumherum. Was soll ich machen? Weil starten tue ich das Auto jetzt nicht mehr. Dann ist es jetzt so. Und wo fahren wir jetzt mit? Ja, drei Personen müssen in ihrem Fahrzeug sitzen. Eine Person kann zu mir. Dann gehe ich zu dem Mann. Bleibt hier in unserem Auto. Oh Gott, Peter, wir sollen auf dem Abschleppwagen oben im Auto sitzen? Das ist doch nicht schlimm. Das Auto wird doch festgemacht und gesichert. Keine Panik. Das sagst du so einfach. Kinder, ihr könnt in unser Auto einsteigen. Was? Wir fahren da oben mit? Ja, das machen wir. Und wenn das Auto nicht fest genug gesichert wurde und sich löst? Das passiert schon nicht. Ich hab trotzdem Angst. Brauchst du nicht. Es wird schon alles gut gehen. Aber. Irgendwie ist das voll cool. Ja, ich habe noch nie auf einem Abschleppwagen gesessen. Ich auch nicht, Greta. Ich auch nicht. Oje, oje, wie geht's jetzt wohl weiter? Wir sind da. Oh, endlich. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, wir müssen uns ihr Auto anschauen, aber heute geht das nicht mehr. Das müssen wir morgen früh machen. Dann melden wir uns bei Ihnen. Und wo übernachten wir heute Nacht? Wir können ja schlecht im Auto schlafen. Nein, freilich nicht. Ich rufe mal im Hotel an. Die holen Sie dann ab und morgen sehen wir dann erstmal weiter. Mama, fahren wir heute etwa nicht mehr weiter? Nein, mein Schatz, unser Auto muss erstmal repariert werden. Und noch wissen wir gar nicht, was damit ist und wie lange das dauert. Oh nein!
schlafen wir heute? Wir werden gleich in ein Hotel gebracht, dann schlafen wir eine Nacht und morgen sehen wir weiter. Eine halbe Stunde später. Ganz schön nostalgisch. Ja. Das Hotel ist aber ganz schön alt. Ja, es ist etwas in die Jahre gekommen. Ich bin nur froh, dass wir irgendwas zum Schlafen gefunden haben und dass es sauber ist. Wo ist mir ziemlich egal. Ist ja nur für eine Nacht. Und morgen fahren wir auf jeden Fall weiter? Puh, davon gehen wir jetzt erstmal aus. Das geht doch. Ja, es ist okay. Am nächsten Morgen. Jetzt heißt es warten, warten und warten. Oh, mein Handy klingelt. Ja, hallo? Ja, okay. Das sind ja keine guten Nachrichten. Oh nein, Mama, was ist denn los? Ich weiß es auch nicht, Anna. Oh Mann, das ist vielleicht alles saublöd. Was ist denn? Unser Auto muss repariert werden und das Teil dafür muss erst bestellt werden. Das dauert mindestens 4 Tage, hat er gesagt. Ach nee. Was, wir müssen 4 Tage in diesem Hotel bleiben? Ich will nicht. Nein, Greta, weil wir im Automobilclub sind, bekommen wir ein Leihauto und das holen wir uns jetzt ab. Echt? Dann fahren wir weiter? Ganz genau, packt ihr schon mal eure Sachen ein. Beim Autoverleih. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub. Danke, wartet mit den Koffern hier auf mich. Hallo, Jansen ist mein Name, ich wollte den Leihwagen abholen. Dann kommen Sie mal mit, ich zeige es Ihnen. Was? Diese Krücke? Dieses alte Auto? Da kriegen wir gar nicht alles rein. Haben Sie nicht ein anderes? Was anderes habe ich nicht. Es ist egal, wie alt das Auto ist. Wir nehmen es. Besser als keins zu haben. Mann, es ist wirklich eine alte und langsame Krücke. Es ist doch jetzt egal. Hör auf, dich zu beschweren. Wir haben keine andere Wahl. Ein paar Stunden später. Wir sind da! Juhu, endlich! Wir sind da, yeah! Und, habe ich euch zu viel versprochen? Nein, hast du nicht. Das ist hier wirklich schön. Aber wieso steht denn hier ein Auto vor dem Haus? Seltsam. Ist doch egal. Wir wollen jetzt rein. Wir sind total kaputt. Guck mal, Greta, hier können wir morgens frühstücken, im Freien. Ja, das ist schön. Und der Pool ist ja mega. Am liebsten würde ich da sofort reinhüpfen. Das glaube ich dir. Aber wir gehen erstmal rein und essen was. Oh, ist das schön hier, mit einer Küche und allem, was man so braucht. Ah! Was ist denn hier los? Hä? Du, was machst du in meinem Ferienhaus? Bist du uns gefolgt? Bist du hier eingebrochen? Hä, wie bitte soll ich das angestellt haben? Und was heißt denn hier dein Ferienhaus? Das ist mein Ferienhaus. Und wie kommst du hier rein? Na, mit dem Schlüssel, wie man das halt so macht und nicht durchs Fenster wie du. Ich werde dich anzeigen, das ist Einbruch. Victoria, gib mir das Handy. Ich werde sofort die Polizei informieren. Halt mal den Ball flach, ich hab doch einen Schlüssel, du Esel. Sag mal, hast du mich gerade Esel genannt? Ich werde dir zeigen, wer hier der Esel ist. Gut, dann rede ich halt. Also, so wie es aussieht, muss hier ein Missverständnis vorliegen oder ein Buchungsfehler oder irgendetwas anderes. Aber heute können wir das nicht mehr regeln. Wir müssen wohl oder übel eine Nacht alle hier zusammen übernachten. Niemals, das ist mein Haus. Nein, nein, das ist meins, das habe ich gebucht. Was ist hier los, Anna? Keine Ahnung. Jetzt hört auf zu streiten. Wir schlafen heute alle hier. Oder wollt ihr im Auto übernachten? Und morgen klären wir das Ganze. E basta. Unsere Betten sehen voll gemütlich aus. Ja, da werden wir heute Nacht sehr gut schlafen können. Hören Sie doch nein, auf. Was ist da denn schon wieder los? Ach, die Erwachsenen müssen sich mal wieder streiten. Aber eins ist ja wohl klar, ich schlafe im Bett und nicht auf dem Boden. Träum weiter, es gibt hier nur ein großes Bett und das gehört mir. Kommt nicht in Frage, ich war zuerst hier. Das ist doch völlig egal, schließlich habe ich das Ferienhaus bezahlt. Na, ich auch. Wir haben alle für das Haus bezahlt. Schlaft ihr beiden im Bett, ich gehe zu den Kindern, da schnarcht wenigstens keiner. Wehe, du nimmst mir die Decke weg. Reg dich ab, du. Es ist ganz schön eng hier. Oh Mann, das wird ja eine lustige Nacht. Hoffentlich ist dieser Spuk hier bald zu Ende. Am nächsten Morgen. Komm, Greta, lass uns in den Pool. Ja, in den Pool. Aber vorher duschen. Jetzt du. Ab ins kühle Nass. Juhu, das macht so viel Spaß. Guck mal, der Delfin, der spritzt Wasser. Hihihi, das ist voll lustig.
Oh Mann, schreiende Kinder im Pool. Genau das wollte ich ja nicht. Habt ihr euch geduscht, bevor ihr ins Wasser gegangen seid? Natürlich haben wir das. Ja, ja, erzählen könnt ihr viel. Jetzt macht mal Platz, ich möchte ein wenig chillen. Komm, Greta, wir gehen so lange was essen. Ach, herrlich, diese Ruhe. Hey, verschwinde aus dem Wasser, jetzt wollte ich mich abkühlen. Vergiss es. Die Luftmatratze gehört dir nicht allein. Spinnst du? Jetzt bin ich dran. Ja, davon träumst du wohl. Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Komm, Kinder, wir fahren in die Stadt und lassen die Streithähne hier. Gib sie jetzt her. Nein, das ist meine. Na, was meint ihr? Ob die beiden sich vertragen haben? Ich glaube es nicht. Müssen wir uns dann noch länger das Haus mit dem Surfertyp teilen? Ich hoffe nicht. Der Vermieter hat mir versprochen, sich schnellstmöglich darum zu kümmern, dass einer von uns eine neue Unterkunft bekommt. Geh weg mit deinem komischen Fisch. Ich bin zuerst dran. Wie kommst du denn auf die Schnapsidee, hä, du Fleischfresser? Ja, ich esse Fleisch, na und? Und du? Du isst Fisch, also mach dich vom Acker. Ich denke gar nicht daran. Oh Mann, ich höre sie schon wieder. Das ist ein Albtraum. Ah, bitte, bitte, keinen Streit. Ich habe eine Lösung gefunden. Oh, wie schön. Und wie sieht die aus? Also ein zweites Ferienhaus haben wir leider nicht, aber... Wir haben ein neues Hotel, direkt an der Strand. Da haben wir ein Zimmer frei. Tut uns wirklich leid, dass dieser Fehler passiert ist. Nee, ein Hotel kommt für uns nicht in Frage. Wir haben ein Ferienhaus gemietet. Ich will auch in kein Hotel. Meine Seniors, wir haben leider keine zweite Ferienhaus. Ist mir egal. Wir nehmen das Hotel. Aber Victoria... Der Klügere gibt nach, Peter. Ja, okay, du hast recht. Wir nehmen das Hotel. Oh, Senior, Sie werden es nicht bereuen. Ich verspreche es Ihnen. Das ist ja mega cool hier. Wow! Nicht übel. Gar nicht übel. Nicht übel? Das ist das beste Hotel, das ich je gesehen habe. Herzlich willkommen in unserem Beach Hotel. Vielen Dank. Wie ist denn Ihr Name? Wir sind Familie Jansen. Ah, wen haben wir denn da? Familie Hansen. Nein, Jansen. Ah, sorry. Jansen. Sie bekommen das beste Zimmer für die ganze Zeit hier in unserem Hotel. Als kleine Wiedergutmachung für die ganzen Unannehmlichkeiten. Oh, das ist aber schön. Die Nummer 17 wird Ihnen gefallen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Sehr gerne. Das hier ist Ihr Apartment. Ey, wie cool, wir haben sogar einen eigenen Pool mit Rutsche. Si, si, Senora, ein eigener Pool mit eigener Rutsche. Wahnsinn, das habe ich ja noch nie gesehen. Und das wird mein Lieblingsplatz hier. Da sehe ich mich mit einem schönen Buch. Herrlich. Und wir sind direkt am Strand. Ist das nicht toll? Das ist super toll und traumhaft schön. Ah! Oh, was hieße denn los? Da ist eine Riesenspinne. Was? Eine Spinne? Eine Spinne? Wo denn? Wo ist Spinne? Na da! Ach, das ist unsere Letizia. Die wohnt hier, aber sie ist nicht gefährlich. Ich habe furchtbare Angst vor Spinnen. Na, wenn Sie solche Angst haben, werde ich Sie in ein Terrarium sperren. Keine Sorge, Madame. Ist gut. Und ins Haus kann sie auf keinen Fall reinkommen, oder? Nein, nein, seien Sie unbesorgt. Treten Sie ein. Cool, ein Stockbett. Ich will oben schlafen. Nein, ich. Kinder, das klären wir gleich. Das ist sehr schön hier. Ein bisschen eng, aber trotzdem schön. Das freut mich. Wir sind doch nur zum Schlafen hier. So viel Platz brauchen wir gar nicht. Und das Badezimmer gefällt mir sehr gut. Und von hier oben können wir runterrutschen. Das ist mega cool. Und wir haben noch etwas Besonderes. Sie können wählen, was in den Pool haben möchten gerne. Wie? Im Pool ist doch Wasser. Was soll denn da sonst noch rein? Ja, Sie können wählen zwischen Schleim, Badeperlen, Blubberkugeln oder Fanta. Echt? Das finde ich super toll. Können wir das gleich machen, Mama, bitte? Von mir aus? Juhu! Aber zieht euch vorher die Badeanzüge an. Machen wir, Mama. Ein paar Minuten später. Hallo, hier ist Apartment Nummer 17. Wir würden gerne Badeperlen für den Pool bestellen. Ja, danke. Und? Das hat geklappt. Die Perlen kommen gleich. Oh, ihr seid schon umgezogen. Ja, wir wollen gleich in den Pool. Wir haben schon Badeperlen bestellt. Ach was. Na, das muss ich mir gleich anschauen. Dann ziehe ich mich auch schnell um. Währenddessen sucht der Manager seine Spinne. Letizia, wo hast du dich versteckt? Komm her.
Lädt die nun los, komm schon raus. Du verschreckst unsere Hotelgäste, komm schon, komm raus. Wo sie ist sie nur? Ich hab doch schon alles abgesucht. Komm, komm, komm zu Papa, komm nach Hause. Das gibt es doch gar nicht, wo kann sie nur sein? Ja, ja, ich bin sofort da. Muss ich gleich weitersuchen. Vielleicht ist sie auch schon nach Hause gelaufen. Los geht's, die Kugeln kommen. Das sieht ja total cool aus. Wow, so viele Kugeln. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ich bin gespannt, wie es da ist, reinzurutschen. Das will ich gleich ausprobieren. Ha, das werde ich auch gleich ausprobieren. Ich bin auch schon ganz schön gespannt. Und jetzt nicht hier rein in die Kugeln. Juhu! Ich komme auch aus dem Weg. Wow, ist das ein cooles Gefühl. Ja, macht total Spaß. Hey Mädels, macht mal Platz. Der Papa kommt auch hinterher. Los, Papa, das ist total lustig. Juppie, ich komme, yeah. Du warst aber schnell. Na, ihr habt Spaß, was? Du hast aber ein schickes Sommerkleid, Mama. Danke, Greta. Los, Mama, komm auch rein. Später vielleicht. Jetzt wollte ich erstmal mein Buch lesen und dem Meeresrauschen zuhören. Du verpasst aber was. Ich komme später rein. Nee, ne? Das ist jetzt nicht wahr. Bleib mir vom Leib. Ah! Hey Mama, hast du deine Meinung geändert? Na toll, mein schönes Kleid. Ich wurde gezwungen. Von wem denn? Na, von Letizia der Spinne. Ach was, hat die sich in unsere Aussichtsplattform geschlichen? Sieht ganz danach aus. Letizia! Letizia! Komme doch endlich raus, es ist nicht witzig. Herr Direktor, die sitzt da oben. Ach, da hätte ich gleich drauf kommen können. Sie liebt die Badeperlen. Sagen Sie nicht, dass sie gleich runterrutscht. Das kann schon sein. Was? Ah! Was habt ihr denn? Es ist doch nur eine kleine Spinne, die ein bisschen Spaß haben will. Habe ich dich, du kleine Ausreißerin. Jetzt kommst du mit nach Hause. Was fällt dir ein, unsere Gäste so zu erschrecken? Letizia, jetzt kriegst du erstmal Hausarrest. Was? Eine Spinne bekommt Hausarrest? Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Na, jetzt kann ich beruhigt schlafen. Ist sie ihr Haustier? Ja, das ist sie und sie ist total verschmust. Magst du sie mal streicheln? Ist sie nicht gefährlich? Nein, überhaupt nicht. Tut gar nichts. Okay, ich versuch's. Oh Mann, Greta, bist du mutig. Sie ist ja ganz weich. Mama, und sie tut doch nichts. Ach, ich mag trotzdem keine Spinnen. Also ich schon, und Letizia ist auch ein wirklich schöner Name für eine Spinne. Und sie ist ja schon pelzig. Greta, wollen wir ein paar Muscheln sammeln? Oh ja, das machen wir. Mama, dürfen wir Muscheln sammeln? Ja, klar, aber ins Wasser geht hier nicht. Nein, nein, wir sammeln doch nur Muscheln. Marielle, du musst aufstehen. Ah, was für ein schöner Morgen. Darf ich gleich spielen gehen, Mama? Ja, nachdem du was gefrühstückt hast. Und du schwimmst nicht an die Oberfläche. Mach ich doch nie, Mama. Marielle, Menschen sind gemein und gefährlich. Ich weiß, Mama, versprochen. Hoffentlich finden wir dann schöne Muscheln. Ah, kleine Senoritas, wollen Sie Muscheln sammeln? Ja, genau. Oh, Sie haben ja Ihre Spinne Letizia dabei. Ja, sie mag es nicht den ganzen Tag im Käfig sitzen. Sie geht gerne mit mir spazieren. Aber Sie lassen sie nicht laufen, oder? Nein, nein, keine Sorge. Puh, ich habe schon ein bisschen Angst vor ihr. Hörst du, Letizia, du musst auf meine Schulter sitzen bleiben. Die Gäste haben ein bisschen Angst vor dir. Ich finde sie irgendwie witzig. So, wir müssen mal wieder weiter. Wir wünschen euch viel Spaß beim Muschensammeln. Oh, guck mal, Anna, die hier ist ja schön. Da weint jemand. Hörst du das, Greta? Nein, wo denn? Psst, hör doch mal genau hin. Ja, jetzt höre ich's auch. Das kommt von da hinten.
Ich sehe niemanden. Hey, ich habe dir einen frischen Obstshake mitgebracht. Oh, danke schön. Das ist aber lieb von dir. Und mir habe ich diesen leckeren Muffin mitgebracht. Hast du den Kindern auch was geholt? Natürlich, steht im Haus. Wo sind die denn überhaupt? Ach, die wollten Muscheln sammeln. Na, dann essen sie ihre Muffins ein bisschen später. Lass uns mal gucken. Es kommt doch von den Felsen. Aber Anna, wir sollen doch nicht alleine ins Wasser, hat Mama gesagt. Ja, ich weiß, aber jemand braucht unsere Hilfe. Komm schon, Greta. Na gut. Na, dann wollen wir. Hey, was ist mit dir? Oh nein, kommt nicht näher. Wir wollen doch nur helfen. Ihr dürft mich nicht sehen. Was habe ich nur gemacht? Warum dürfen wir dich denn nicht sehen? Ihr seid Menschen. Oh mein Gott, bist du etwa eine Meerjungfrau? Ich wollte schon immer meine Meerjungfrau sehen. Ich krieg so einen Ärger. Hey, wir verraten es niemandem. Wir wollen dir doch nur helfen. Meine Mutter sagt, Menschen sind gemein. Wir nicht. Nicht alle Menschen sind so. Wie soll ich euch glauben? Ich kenne euch nicht. Wir werden es dir beweisen. Was ist denn überhaupt passiert? Ich bin mit meiner Flosse in einem Fischernetz hängen geblieben. Und als ich versucht habe, mich zu befreien, habe ich mich am Felsen verletzt. Wir helfen dir, aber du musst uns sagen, wie wir es anstellen sollen. Solange ich an der Flosse blute, kann ich nicht schwimmen. Das lockt die Haie an und ich bin zu langsam, um ihnen zu entwischen. Die Wunde muss geschlossen werden. Zum Glück heilen wir Meerjungfrauen sehr schnell. Okay, Greta, wir müssen zuerst das Netz durchschneiden. Hol bitte eine Schere und einen Notfallkasten vom Direktor, ja? Mach ich. Hallo, ist der Direktor auch da? Ja, natürlich. Hallo, Herr Direktor. Oh, hallo. Habt ihr viele Muscheln gefunden? Geht so. Aber meine Schwester hat sich geschnitten. Kann ich einen Notfallkasten haben? Natürlich. Hier, bitteschön. Ist denn da auch eine Schere drin? Natürlich. Schere, Verbandssachen, alles drin. Wunderbar. Dankeschön. Hey Greta, ich habe Muffins für euch gekauft. Keine Zeit. Was? Nicht mal für Muffins? Irgendwas führen die doch wieder im Schilde. Ich hab alles. Super. Zuerst schneiden wir das Netz auf und bringen sie dann an Land. Dort können wir die Wunde besser versorgen. Ich denke, das reicht. Wie wollen wir sie denn an Land bringen? Sie zu tragen schaffen wir nicht. Und Papa können wir nicht fragen. Nein, bitte nicht euren Vater fragen. Ah, ich habe da eine Idee. Papa, wieso haben die das Mädchen auf der Luftmatratze zugedeckt? Es ist doch voll warm hier. Keine Ahnung. Ein paar Minuten später. So, das sieht doch schon gut aus. Greta, Anna. Oh nein. Wo seid ihr? Wir müssen ihn ablenken. Hey Papa, schönes Wetter heute, oder nicht? Ja, aber wo ist denn Greta? Die ist da hinten. Was macht sie denn da? Ach, nichts Besonderes. Nur einer Meerjungfrau helfen, sonst nichts. Hallo Papa. Oh, habt ihr jemanden kennengelernt? Hallo. Hallo, ich bin Peter, der Vater von Greta und Anna. Das hättet ihr mir doch gleich sagen können, dass ich jemanden kennengelernt habe. Dann gehe ich mal eine Runde mich entspannen. Puh, das war knapp. Das kannst du laut sagen. Danke, das war wirklich sehr nett von euch. Es sind doch nicht alle Menschen gemein. Ihr seid sehr nett. Was können wir denn jetzt noch für dich tun? Eigentlich nichts. Die Wunde wird sehr schnell verheilen und ich kann dank euch wieder nach Hause. Aber eine Sache wäre da noch. Ja? Ich habe einen riesen Hunger. Oh, was essen denn Meerjungfrauen so? Algen, Seetang oder Garnelen. Sowas haben wir nicht. Aber ich bring dir was aus der Menschenwelt. Das wird dir bestimmt auch schmecken. Hier, probier den mal. Was ist das? Ein Muffin. Muffin? Lustiger Name. Das schmeckt ja köstlich. So was Leckeres habe ich noch nie gegessen. Hihi, ich wusste, dass es dir schmecken wird. Ein paar Stunden später. Meine Flosse ist verheilt. Ich kann wieder nach Hause. Schade, dass du schon gehen musst. Finde ich auch. Aber meine Mutter wartet bestimmt schon auf mich. Das ist immer noch so unglaublich, dass es euch wirklich gibt. Aber das muss unser Geheimnis bleiben. Versprecht es mir. Ja, natürlich. Leb wohl. Tschüss, kleine Meerjungfrau. Lebt wohl und Dankeschön für alles. Am nächsten Tag. So, ich gehe mal ins Meer, ein bisschen auf der Luftmatratze schwimmen. Aber pass auf, dass du nicht zu weit rausschwimmst. Na klar, mache ich doch immer. Peter ist so müde, dass er einschläft.
Oh nein, was ist denn jetzt los? Meine Luftmatratze verliert Luft und ich bin so weit draußen. Was wollen wir denn jetzt machen, Anna? Wollen wir ins Wasser? Ja, komm, lass uns umziehen. Mich sieht aber auch keiner. Hallo, kleine Senoritas, geht's Ihnen gut? Ja, danke. Ich muss irgendwie ans Ufer kommen. Hilfe, Hilfe! Mist, das hört mich hier keiner. Was mache ich denn nur? Zum Strand ist es viel zu weit. Hilfe, Hilfe! So hilft mir doch, Hilfe! Die Luftmatratze hat immer weniger Luft. So eine Katastrophe. Nanu, was ist denn jetzt los? Hä? Was zieht mich denn da? Um Gottes Willen, hoffentlich kein Hai. Ah, Peter, beruhige dich. Ein Hai hätte dich wahrscheinlich schon verspeist. Vielleicht ein Delfin oder so. Puh, geschafft. Was war das gerade bitte? Oh Mann, wenn ich nur wüsste, wem ich das zu verdanken habe. Hab ich gern gemacht. Hä, was war das denn? Das war doch keine Meerjungfrau, oder doch? Oh mein Gott. Hey, Papa. Ach, Greta, Anna, da seid ihr ja. Wieso? Ach, nur so. Ich hatte da eben ein kleines Problemchen. Aber wenn ich euch erzähle, dass ich eine Meerjungfrau gesehen habe, werdet ihr mir das sicher nicht glauben. Papa, als ob es Meerjungfrauen gibt. Das weiß doch jeder, dass das nur Geschichte. Hier machen wir auch noch einen Turm. Unsere Burg wird mega cool. Guck mal, Mama. Eure Burg sieht fantastisch aus. Hoffentlich macht sie keiner kaputt, Mama. Ach, ich denke, hier passiert das nicht. So viele Menschen gehen hier ja nicht lang. Hoffentlich. Am nächsten Tag. Ach, ist das schön, so ruhig und friedlich. Hey, was tust du da? Hey, hör auf damit, verschwinde! Du machst die schöne Burg kaputt. Na toll. Mama! Ich bin hier. Du bist ja schon wach. Oh nein, unsere Burg ist kaputt. Wer war das? Ja, ein Vogel hat sie kaputt gemacht. Das finde ich echt blöd. Es sah so aus, als ob der Vogel nach irgendetwas gesucht hat. Aber nach was? Im Sand gibt es doch nichts. Tja, ich weiß auch nicht. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Herr Direktor. Haben Sie gut geschlafen? Ja, danke, das haben wir. Und haben Sie heute Morgen den wunderschönen Sonnenaufgang gesehen? Nein, leider nicht. Da war ich wohl zu spät. Wenn Sie früher aufstehen, sehen Sie den schönsten Sonnenaufgang, den Sie jemals gesehen haben. Oh, wirklich? Den würde ich auch gerne sehen. Dann müssen wir uns morgen mal den Wecker stellen, dass wir ihn nicht verpassen. Sie werden es nicht bereuen, glauben Sie mir. Und wie geht es Ihrer Spinne Lehitia? Ah, sie ist ein wenig eingeschnappt, dass sie jetzt im Terrarium sitzen muss. Aber das macht gar nichts. Sie kriegt sich wieder ein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaubstag. Wenn Sie was brauchen, kommen Sie gerne zu mir. Danke. Guten Morgen. Ach, guten Morgen. Ist der Langschläfer auch langsam erwacht? Ich habe so schön geträumt, da wollte ich nicht aufstehen. Na, dann können wir ja jetzt frühstücken gehen. Am nächsten Morgen klingelt der Wecker ganz früh. Mann, wer kam denn auf die Schnapsidee, so früh aufzustehen und das auch noch im Urlaub? Ach ja, das war ja ich. Los, Mama, steh auf! Wieso seid ihr denn schon wach? Na, wir wollen doch den schönen Sonnenaufgang sehen. Hast du das schon vergessen? Nein, habe ich natürlich nicht. Wollen wir den Papa auch wecken? Na klar, Papa, los, steh auf! Hä, lasst mich schlafen, es ist doch mitten in der Nacht. Nein, es ist nicht, es ist sehr früh und wir wollen den Sonnenaufgang sehen. Los, mach schon! Ja, ich komm ja schon. Oh, sieht das schön aus. Das stimmt. Da hat sich das frühe Aufstehen ja gelohnt. Hört ihr auch das Rascheln? Ja, ich höre es auch. Ich hoffe sehr, dass das nicht die Spinne Letizia ist. Ach was, dafür ist es zu laut. Und, was ist es dann? Keine Ahnung. Könnte das ein Tier sein, Papa? Ja, schon möglich. Die Frage ist, was für ein Tier? Aber nichts Gefährliches, oder? Papa, jetzt habe ich Angst. Ah, guckt euch das an. Das ist eine Schildkröte. Tatsache, das gibt es doch gar nicht. Wow. Oh mein Gott, eine Wasserschildkröte, die hier ihre Eier ablegt. Sieht ganz danach aus. Ich will sie mir aus der Nähe ansehen. Nein, Greta, wir dürfen sie nicht erschrecken. Oh, sie ist schön. Und jetzt läuft sie zum Wasser? Ja, nachdem sie die Eier abgelegt haben,
gehen Sie wieder ins Wasser. Ist das aufregend? Ich würde so gern die kleinen Schildkröten sehen. Vielleicht haben wir ja Glück und sehen sie. Wer weiß. Jetzt weiß ich, was der Vogel neulich gesucht hat. Was denn? Na, die Schildkröteneier. Kann das sein? Ja, das kann schon sein. Die Schildkröten haben viele Feinde. Oh nein, wir müssen sie beschützen. Wir könnten hier draußen übernachten. Nein, nein, das kommt nicht in Frage. Das ist viel zu gefährlich. Wer weiß, welche Tiere hier nachts rumlaufen. Die Natur kann schon selbst auf sich aufpassen. Hey, Anna. Was denn? Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, wie wir die Schildkröteneier beschützen können. Und was? Wir können ja vielleicht den ganzen Tag die Eier bewachen. Wir nicht, aber eine Vogelscheuche. Eine Vogelscheuche? Die Idee ist nicht schlecht. Das könnte funktionieren. Aber woraus willst du sie denn machen? Da fällt mir schon was ein. Komm, wir gehen zum Hoteldirektor. Hallo. Hallo. Hallo, kleine Senorita. Wie kann ich euch helfen? Hallo, hätten Sie einen Besen für uns? Einen Besen hat unsere Putzfrau nicht richtig sauber gemacht. Doch, wir brauchen den Besen für was anderes. Okay, dann kriegt ihr natürlich einen Besen von mir. Danke. Es ist mir ein Rätsel, wie du aus dem Besen eine Vogelscheuche machen willst. Du wirst es schon sehen. Du musst mir nur helfen. Okay, mach ich. Was treiben die beiden denn da drin? Und wieso kommt sie nicht raus zum Schwimmen? Keine Ahnung. Die hacken irgendetwas aus. Wir dürfen nicht gucken, haben sie gesagt. Greta, Anna, kommt mal raus. Wir wollen schwimmen. Wir kommen gleich. Ich frage mich, was die da wohl machen. Das werden wir bestimmt früh genug erfahren. Glaub mir. Schön vorsichtig, Anna. Ja, das mache ich doch, Greta. Mama, Papa, guckt mal. Ah, oh Gott, was habt ihr denn da? Na, eine Vogelscheuche. Eine Vogelscheuche? Hey, das ist ja mein Hemd. Und mein Hut. Wofür habt ihr die denn gemacht? Damit können wir die Schildkröteneier beschützen. Ah, eine super Idee. Hey, kleine Senoritas, was haben Sie da gemacht? Wir haben eine Vogelscheuche gebaut, damit wir die Schildkröteneier beschützen können. Oh, habt ihr eine Schildkröte gesehen? Ja, heute, ganz früh. Die war aber spät dran. Die anderen sind schon alle fertig mit dem Eierablegen. War wohl ein Nachzügler. Und ihr wollt die Eier beschützen? Genau. Das finde ich gut. Sie sind nämlich vom Aussterben bedroht. Je mehr Schildkröten es ins Wasser schaffen, desto besser. Sehr gut gemacht, kleine Senoritas. Also ich fühle mich hier irgendwie beobachtet von dem Manfred hier. Findest du nicht? Ja, irgendwie schon. Aber wenn es den Schildkröten hilft, müssen wir das über uns ergehen lassen. Einige Tage später. Komm, Greta, buddel mich ein. Ja, mach ich. Oh, die Schildkröten schlüpfen. Was? Echt? Oh, wirklich? Wow, die sind so süß. Mensch, die sind aber ganz schön schnell. Und es sind so viele, es hört gar nicht mehr auf. Und unsere Vogelscheuche hat den Schildkröten geholfen. Ganz bestimmt, Greta. Das war eine sehr, sehr gute Idee von euch beiden. Jetzt gibt es noch einen kleinen Quiz. Wie viele Schildkröten seht ihr auf diesem Bild? Sind es mehr als 6? Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben.